Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Session und natürlich Aufnahmesession für YouTube von Knights and Dragons German. Mit dem TS ist wieder der Dennis. Hallo. Und außerdem sind zigtausende von Zuschauern zu Hause vor dem Fernseher oder dem PC oder dem Handy oder und machen irgendwas anderes, außer mir zuzuschauen, was mich jetzt ein bisschen traurig macht. Aber dann bleibt das hier wenigstens eine kleinere und privatere Runde. Versprochen, heute wird es nicht so sehr über das deutsche Rechtssystem gehen, habe ich mir vorgenommen. Und wir werden jetzt einfach mal schauen, wie, was, wo. Wir haben hier gerade... Ach shit, ich hätte doch abspeichern sollen auf dem Handy, weil... Hoffentlich hat sich wenigstens die Energie resettet. Wir haben hier nämlich gerade... den kleinen Hasi besiegt. Und ich bin, wie man sieht, tatsächlich nicht sehr weit. Normalerweise wäre ich mindestens mal hier bei, weiß nicht, 52, 55. Und ja, ich habe leider ein bisschen die Zügel schweifen lassen, wovon ich auch ein bisschen erzählen wollte, weil dazu wird es wahrscheinlich auch demnächst mal ein Video geben, nämlich Pokémon Revolution Online. Ist im Augenblick so ein bisschen meins. Ah, wir haben ein neues Turnier, sehr schön. Da bin ich gerade am bisschen zu sehr am Spielen, leider, oder zum Glück, oder wie auch immer, weil das macht mir Spaß, aber leider leiden halt die anderen Spieler drunter. Bitte? Ach, leider zum Glück, ne? Leider zum Glück, nee, weil es macht echt Spaß. Davon wird es auch noch was geben. Auf meinem Twitch-Channel haben wir da schon einiges und zumindest die Energie hat sich hier so weiter resettet und wir können jetzt hier weitermachen mit der Zauberin. Ich nenne sie ja gerne Hasi, weil sie hat zwei riesige, große Ohren. Ja, soll so eine kleine Anspielung an Ostern sein, ne? Vielleicht, ja. Was ja in zwei Wochen ist. Oh, ja, das könnte dann tatsächlich irgendwie damit zusammenhängen. Dann wäre aber die Frage, warum man das nicht in zwei Wochen bringt, sondern jetzt schon. Aber wenn der Osterhase so zwei riesige Ohren hat... die sehr freizügig aus dem Oberteil herausschauen, aus dem Kopf herausschauen, meine ich, dann würde ich von diesem Osterhasi auch gerne besucht werden, hier mit Strapsen und so. Aber gut. Ja, wie gut, dass deine Frau gerade raus ist, ne? Oh, alles okay. Meine Frau sieht auch ohne Hasenohren noch besser aus. Deswegen. Schöne Kuschelschwänzchen hinten dran, ne? Gut, okay, das ist natürlich jetzt leider eine Win-Situation für das Hasi hier. Aber ich finde das jetzt nicht gut, Operationen am Menschen durchzuführen. Nur für sowas zum Beispiel. Es gibt ja irgendeinen Typi, der hat sich die Zunge spalten lassen, weil er irgendwie Schlangenfan ist. Und der hat wirklich jetzt eine gespaltene Zunge. Hat viele gemacht. Ja, das brauche ich jetzt persönlich nicht. Mir hat es letztens gereicht, wo ich mir auf die Zunge gebissen habe und da total die Schmerzen hatte. Aber gut. Auch schon öfter als bei Frauen oder so gesehen. Was, dass die Zunge gespalten war? Ja. Das habe ich bei manchen Frauen gespürt, wenn sie dann mit gespaltener Zunge geredet haben. Aber ansonsten gesehen habe ich es zum Glück noch nicht. Also ich in real life jetzt auch nicht, aber bei YouTube habe ich das schon mal gesehen. Und auch bei Galileo. Okay. Nee, also wie gesagt, brauche ich nicht. Nee, 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 nee. Weißt du, wenn die Indianer sagen, der Mann spricht mit gespaltener Zunge. Natürlich. Ja, Gildenkrieg war ich leider nicht aktiv, gucke ich erst gar nicht rein. Was ich heute mal machen wollte, war noch ein bisschen weiterzukommen. Ja, so nicht gekämpft. Noch kein einziges Mal. Dann gehe ich reingucken. Weil dann erkläre ich jetzt auch mal den Krieg und mach mal wenigstens einen Fight. Echt, wir haben noch keinen einzigen Kampf. Gut, okay, die meisten sind weg. Krieg erklärt. So. Deine Aufgabe ist es, Bescheid zu sagen, wenn wir einen Krieg haben. So, ich bin nur Kommandant. Ja. Ja, ich habe ja schon erklärt. Ich will ja dann den Boss slayen. Also, Geld haben wir ein bisschen. 401.695.000, also da können wir ein bisschen, wir gehen erstmal shoppen.
Ich will ja eigentlich die Pets wieder ein bisschen gucken, wie weit wir da kommen, wo wir da kommen, aber da wollte ich gar nicht hin. Ikea für morgen. Okay, meine Frau erzählt gerade davon, wie sie für morgen bei Ikea einen Termin gemacht hat, um mit ihrer Mutter dort einkaufen gehen zu dürfen. Nein, wollte ich nicht. Ich bin nicht bei Ikea. Psst, alles gut. So. Nein, ich verbiete meiner Frau nicht den Mund, aber wenn ich die Aufnahme mache, eigentlich hätte ich gar nicht rüber gucken sollen und fragen sollen, was ist. Gut, okay, nee, wir haben hier im Augenblick tatsächlich gerade nichts Tolles zu kaufen, schade. So eine kleine Shoppingtour wäre jetzt toll gewesen. Es lohnt sich aber immer mal reinzugucken, weil es gab ja zum Beispiel auch schon mal die Aktion, dass man Schildzerbrechen-Pads kaufen konnte für echt, also für Gold, beziehungsweise dass man auch für Gems schon mal kaufen konnte, was halt zumindest bei einem Schildzerbrechen-Pad nicht die schlechteste Sache wäre. Ja, das sollte man sich dann einfach mal überlegen. Das nur soweit dazu. Gut, wir wollten zu den Pets. Meine Begleiters. Schauen wir mal. Bitte? Deine Begleiter, wie los? Habe ich nicht verstanden. Bin ich noch zu fertig vom Joggen. So, hier haben wir einmal Ruby. Ich glaube, wir haben tatsächlich nichts mehr. Davon wollte ich jeweils zwei behalten. Ich kann euch gar nicht sagen, wieso genau. Eigentlich, weil ich ja gerne irgendwann mal eventuell dann tauschen wollen würde für die Leute, die kein Schildzerbrechen haben und so weiter. Wenn das irgendwann mal eingeführt werden sollte. Und auch einfach als Statussymbol, dass ich halt toll bin, weil ich halt davon nicht nur das eine hochgelevelte hab, sondern sogar noch andere. Nee, also mehr haben wir nicht. Das nächste wird sein, dass wir also hier generell sowohl für Rüstung als auch für Dinge und so wäre halt schon geil, ne? Das hätte tatsächlich was. Wir machen jetzt hier ein Stufe 3 Pad draus. Irgendwie übernimmt er das gerade nicht. Ich würde gerne diesen Begleiter hier. Also könnte man dann auch halt kleinere in der Gilde unterstützen, ne? Zum Beispiel. Wenn zum Beispiel ein neuer Anfänger kommt, ne? Wenn ein neuer Einsteiger kommt, der doch so gut wie gar nichts hat, außer die Standardrüstung, ne? Die man ja sowieso kriegt am Anfang. Das ist ja lustig. Die man teilweise vergessen kann. Ja, ich habe ein gutes und. Ah, jetzt geht's wieder. Irgendwie hat es eben gerade überhaupt nicht weitergegeht. Ja, es wäre auf jeden Fall eine nette Sache, ja. Das Problem ist, wir werden leider nur drei Stufe 3 Pads hinbekommen. Wir bräuchten vier, um noch ein Stufe 4 Pad dann draus zu machen. Aber dafür war ich halt leider nicht aktiv genug jetzt im War. Bei Pokémon Revolution ein paar Topsies. Genau, schickst du rüber. Nee, die grill ich gerade. Oder so. Ah, hier ist sowieso der eine. Ist schon. Das, obwohl alles Mystik war. Also auch da gibt es trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass die Begleiter dann leider nicht so gut werden, also krank werden. Ich glaube, Mystik waren wir, genau. Echt ärgerlich. Naja. Robby gekriegt. So. Ja, aber wir sind ja jetzt hier bei Knights and Dragons. Und da du mir leider keine Begleiter mit rüberschicken kannst, ist das leider für mich völlig unnutz. Oh Mann, ich hasse es. Das wird immer schlimmer, wenn ich das hier rüber streame und dann steuere. Das dauert immer länger. Wobei das Fusionieren von den Pets schon immer recht lange gedauert hat. Also BlueStacks ist eine Lösung, wenn man es zum Laufen kriegt. Ich habe jetzt hier das Problem, dass ich es zwar zum Laufen kriege, aber nur auf einem alten PC.
Wie und warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ging eine ganze Zeit lang nicht. Dann habe ich es irgendwann mal ausprobiert und auf einmal funktionierte es. Und seit dem Never Change a Running System habe ich da auch nichts dran verändert. Ich habe es auf dem neuen PC versucht, mit alten Versionen und mit dies, das und jenem. Hat alles nicht geklappt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass ich eher den neuen PC dann mit Viren vollgeladen hatte, ohne Ende. Ja. Dementsprechend muss ich mich leider damit zufrieden geben. Im allerschlimmsten Fall hatte ich ja auch schon mal Versuche gemacht mit Aufnahmeprogrammen vom Handy direkt aufnehmen. Das funktioniert erschreckend gut, muss ich leider sagen. Aber bin ich eigentlich nicht so der Fan von, weil ich hätte gerne halt dann auch jetzt noch den Livestream mit dabei und hätte natürlich auch gerne noch, dass der Dennis mit im TS sitzt und dann, wenn er nicht gerade über Pokémon redet, auch was hier zu dem Spiel zu sagen hat und so weiter und so fort. Also das wäre halt schon mir persönlich wichtig, ja. Nächste Sache, die ich gerade noch... Bitte? Mit dem Angreifen, das dauert noch, weil es ist bis jetzt noch keiner gefunden worden. Hm. Oder keiner Bock. Ja, hier bin ich leider auch nicht wirklich weit. Freundesliste haben wir noch ein bisschen Platz, also wenn noch jemand möchte, WBCFDVRNW wäre mein Freundescode, wenn da noch jemand joinen ja, möchte. Ein bisschen Platz, nur so 121 kann ich noch, nee, so 101 kann ich noch dazu nehmen. Ja, das ist zumindest noch ein bisschen was hin, ja. 101 Dalmatiner, wie gesagt, ne? So ungefähr, ja. Ja, hier bei den Seasons habe ich leider nicht wirklich was erreicht. An wobei ich sagen muss, es war eigentlich ein schöner Disney-Film. Du, die meisten Disney-Filme waren schön. Also, mir fällt jetzt auf Anhieb kein schlechter ein. Ich war zwar von... Entschuldigung. Ich war zwar von manchen relativ enttäuscht, weil ich mir mehr erhofft habe, aber Retrospektive sind eigentlich alle schön. Doch einige schöne Nicht-Disney-Filme. Auch das gibt es. Was ich ja cool fände, wenn sie mal Knights and Dragons verfilmen würden. Ah, ich komme hier frisch auf eine Burg. Oh, wir werden von Feinden angegriffen. Wir verteidigen. Super, ja, jetzt expandieren wir. Irgendwie geht fast jeder Film so. Also wenn man es mal genau nimmt, ja. Monster Hunter soll ja ist ja jetzt verfilmt worden. Mit Mila Slodo, auf jeden Fall mit Resident Evil und Fünfte Element Frau da. Wo schon so viel sind, da bist du schon gar nicht mehr durch. So, gut. Tatsächlich habe ich nicht sehr viel mehr. Wir können nochmal über die Rüstungen gucken. Beziehungsweise über den Rüstungsschmied, weil. Wir müssten ja eigentlich auch die T20 von diesem Monat mal noch fertigstellen. Wobei ich das auch eher offscreen mache, weil das dauert so ewig hier. Also nur mal kurz zum Gucken. Wir können, denke ich, locker die 20 Rüstungen herstellen. Ich bin auch nur 50 Rüstungen über den 400. Also, hey, was soll's. Gut, ich könnte auch einfach auf Dings gehen, Luft. Also wir sind bei 2745. Also kriege ich es definitiv hin, 19 Rüstungen zu craften und nochmal 100 für Schmuck auszugeben. Und für nächsten Monat sind wir praktisch schon wieder mit 745 im Plus. Diese Woche werde ich nicht so viel Plus machen, wie gesagt, aber nächste Woche wird es wieder. Ich kann gerade noch gucken hier beim Fusionsmeister, Einstampfing. Schon seit 2-3 Wochen, ne? Tada! Ja, nächste Monat ist in 2 Wochen. Grob, nicht mal ganz 2 Wochen. Also, genau. Also wird es schon gehen. Gut, hier können wir leider nur 10 Rüstungen einstampfen. Der Rest ist jetzt wieder halt in Fusionsrüstungen leider angelegt. Beziehungsweise in höheren Rüstungen, die halt nicht einstampfbar sind. Finde ich ein bisschen schade. Man
Ich fände es toll, wenn man hier irgendwie aussuchen könnte, welche... Nein. Wenn man hier irgendwie aussuchen könnte, welche man freigeben möchte zum Einstampfen. Weil mich das sowas von annervt, da immer, ja, wo ich auf 1000 Rüstungen war, das war einfach nur eine stumpfe Klickarbeit. Ich habe das dann gemacht, wo ich praktisch nebenher Hörbuch gehört habe. Aber es ist halt schon... Ich bin dabei gut eingeschlafen, sagen wir es mal so. Ich habe da ehrlich gesagt 2 Anläufe gebraucht. Gerade mal hier gucken. Wir sind immer noch... Gildenkrieg, wie sieht's da aus? Wir sind immer noch warten. Ja, schade. Ich wollte eigentlich gerne zeigen, von wegen hier, der Eid versucht mal den Guild-Champion wegzubashen. Also, bei mir müssen wir nicht warten. Wir sind seit 2 Minuten und 5 Sekunden im Kampf. So. Powerangriff hätte ich gerne. Gerade mal nach dem Team gucken, nicht, dass ich das irgendwie umgestellt hatte. Plus der Doken wurde aktuell. Ja, natürlich. Hier fehlt mir die Hälfte. Wasser, Wasser. Mystik, Mystik. Und vor allen Dingen fehlt hier die Wasser, Wasser-Dings. Das ist die faszinierende Tropfen. Faszinierende Tröpfchen. Tröpfcheninfektion. Faszinierende Tröpfchen. Die sind grün, also Feuer habe ich an. Gut. Eigentlich wäre es sinnvoller, meinen zum Schluss zu setzen. Wir hoffen, dass es funktioniert. Gerade mit einer Power-Attacke sollte es. Dann kann Dennis ein bisschen Schaden machen. Ich werde ihn wahrscheinlich wieder nur Kratzer zufügen. Ich werde wahrscheinlich hier total untergehen. Wobei, Mystik, Mystik gegen Dings, wenn wir wirklich so weit kommen. Ich würde da mehr wie untergehen. Oh, wie kacke, echt. ich gehe hier total unter. Ja, wobei, jetzt vielleicht... Dadurch, dass ich halt einen Power, aber nee. Haha, vollends verloren und das mit einer Power-Attacke. Also ihr seht, und dazu sollte man sagen, ich bin natürlich jetzt nicht der Ultra-Pro, aber gegen so eine Rüstung, es tut mir leid, da habe ich gar keine Chance. Es war ein Versuch wert, ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, dafür, wenn du ihn nicht mal schaffst, kriegst du auch keine... Genau, habe gar keine Punkte bekommen und nichts, ja. Das ist so peinlich. Ja, man kann es halt mal probieren, ja. Also das war ein Satz mit X. Gegen die werden wir nichts, also werde ich nichts reißen. Das ist... Also ich kann froh sein, dass ich dem anderen überhaupt mal was zugefügt habe. Ja gut, das ist, wenn du da keine Power... Also ich hätte jetzt ohne Power-Attacke auch keinen Schaden zugefügt. Ich auch. Also so kann es gehen. Und so wird es aber auch euch leider gehen. Das muss man ganz klar klarstellen. Es gibt ja die Ideen von wegen, ja, wir haben eine kleine Gilde und wir sind ja alle so gute Freunde. Ist alles schön und gut, aber schließt euch lieber einer großen Gilde an. Wir haben bei uns in der Gilde Leute, die dort diese Rüstung wegbashen können. Ja, und im Augenblick sind bei uns alle auf Raid oder viele auf Raid, sage ich mal. Und deswegen liegt unsere Gilde im Augenblick sehr weit hinten, also bei null. Aber im Normalfall haben wir ja auch schon oft genug reingeguckt. Da waren wir, ohne dass wir einen Run gemacht haben, unter den Top 40. Und solche Rüstungen helfen euch am Anfang weiter. Ja, und... Dass wir Rank gemacht haben, ne? Genau, da waren wir unter den Top 100, unter den Top 40, ohne dass wir irgendwie
ohne dass jemand sich ein Bein ausreichen musste. Und wenn ihr sowas macht und wenn ihr vor allen Dingen auch ein bisschen aktiver dann noch seid am Anfang, weil im Normalfall ist man am Anfang sehr aktiv in einem Spiel und das lässt ja gegen Ende zu. Oder wie bei mir jetzt halt, ich habe es ja damals jahrelang gespielt, habe es jetzt schon wieder für bestimmt ein knappes Jahr, habe ich schon, oder länger habe ich es jetzt schon wieder gespielt. Muss man halt auch sagen, dann ist es halt auch kein Wunder, wenn es mal ein bisschen schlaucht. Ja. Einfach von der Überlegung, guckt halt, dass ihr in eine große Gilde reinkommt, dass ihr da mit anderen Leuten zusammen was machen könnt. Da habt ihr mehr von, da hat die Gilde was von. Und wenn ihr dann noch immer Power habt und dabei bleibt und dann eure Gilde gut unterstützt, wenn ihr dann euch auch gut aufgebaut habt, dann ist das für jeden eine Win-Win-Situation. Natürlich muss man auch nicht bei einer Gilde bleiben, wenn man sagt, hier, ich möchte gerne mich weiterentwickeln. Aber normalerweise, wenn es eine Gilde ist, die schon ein bisschen größer ist, schickt sie euch dann auch auf Raids, also auf Runs, wo es dann halt darum geht, halt auch ein bisschen bessere Sachen abzugreifen. Bedeutet aber auch, dass man danach zu seiner Gilde zurückkehrt. Oder dass man zum Beispiel auch, wenn es mal heißt, hier, wir wollen da mit einer befreundeten Gilde, wollen wir einen kleineren Run machen, wo man zum Beispiel die Top 40 macht, die Top 20 macht, was jetzt kein großer Run an sich ist. Sowas kann man dann auch mal unterstützen. Und dann gibt man halt vielleicht auch mal seine 40 Gems aus und haut dem Gegner nochmal eine rein, ja. Aber im Großen und Ganzen ist sowas einfach eine schöne Sache. Gut, jetzt mit dem Hasi, mit dem Verabschiedung hier von einer leicht bekleideten Frau mit einem magischen Stab und einem Zylinder, würde ich sagen. Hasen aus dem Hut raus, ne? Naja, vielleicht tut sie da die Präservative rauszaubern. Nur unser Ritter hat es mal wieder nicht verstanden und haut dem armen Mädel voll eins auf die Nuss. Ist halt schon ein bisschen blöd. Ich glaube, ich habe gerade epische Energie bekommen. Ich kann gerade nochmal draufhauen. Dann hau ich ihr mit meinem riesigen Hammer immer mitten rein. Was? Ja, meine Streams sind ab 18 eingestellt und auch auf meinen YouTube-Videos steht nicht nur für Kinder geeignet. Diese brutale Aussage möchte ich hier natürlich jetzt nicht weiter vertiefen. Das war jetzt einfach nur eine Idee. Da stand was von epischer Energie und hier steht jetzt eine 1. Ja, da steht eine 5. Sowieso die Frage, warum da 1 stand, weil wir hatten nur 3 Energie, aber gut. Dann hauen wir nochmal. Oh. Wie war das? Du hast ein Gesicht wie ein Telefonbuch zum Aufschlagen, durchschlagen und immer wieder zuschlagen. Nein. Aufschlagen, zuschlagen. Und zum Zuschlagen, zum Aufschlagen und immer wieder zuschlagen. Ja, wie war das denn? Kriegst du das noch hin, Dennis? Da gab es doch irgend so einen blöden Spruch. Ich kenne den Spruch, ne? Also dein Gesicht steht auch rein, Schlange und Wohlfühl, ne? Das kenne ich jetzt wiederum nicht. Mann, du hast aber brutale Sprüche drauf. Ich möchte mich von diesen brutalen Sprüchen hier... Nein, Scherz. Ich kenne auch den Spruch, wenn ich ein Gesicht über meinen Hintern halte, könnte man meinen, dass mein Zwillinge. Das ist hart. Weil so einen gut aussehenden Hintern zu haben und den immer unter einer Hose zu verstecken, ist schon hart. Was? Okay. Gut, jetzt gab es aber keine epische Energie. Jetzt sind wir fertig. Wie gesagt, es war mal wieder eine kurze Folge, aber bevor wir uns verstricken in irgendwelchen Sachen... Immer noch die Einladung, kommt vorbei auf meinem Kanal. Es gibt unter anderem mittlerweile auch ein bisschen Pokémon Revolution Online. Es gibt, was man nebenbei auch auf dem Android-Gerät zocken kann. Wobei man da meiner Meinung nach ein Tablet für braucht, weil auf meinem Handy war es sehr, sehr klein. Ich habe das kurzzeitig mal installiert. Ich will es mir dann irgendwann nochmal angucken, aber ich denke nicht, dass das was für mich wird. Dennis, gibt es von deiner Seite noch irgendetwas zu sagen? Ja, bleibt ordentlich und sauber, ne? Genau. Lasst euch nicht anstecken von Corona und von irgendwelchen Idioten. Ja.
Also wascht euch immer gut und bleibt sauber. Kann ich mich nur anschließen, weil nur wer gewaschen ist, ist länger sauber. Und bleibt mir dann also nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.